Zwei von maximal fünf Spielen sind absolviert. Und das große Duell zwischen Stuttgart und Schwerin beginnt wieder bei Null. Nach dem Auftaktsieg verliert Allianz MTV Stuttgart Spiel 2 in Schwerin mit 1:3. Der erhoffte Auswärtssieg ist ausgeblieben. Die Finalserie steht wieder unentschieden 1:1. Sie sind einfach ein ganz starkes Team. Wir müssen gegen Schwerin immer unsere beste Leistung abrufen. Aber sie haben unglaublich Druck gemacht und wir sind in keinem Spielelement an unser Limit gekommen. Nahezu ohne Pause geht das Titelrennen weiter. Schon am Sonntag steht der dritte Showdown an, dieses Mal wieder in Stuttgart. Wir schauen nur nach vorne. Wir müssen stark aufschlagen und auch im Block besser sein, um sie aus ihrem Rhythmus zu bekommen. Wir müssen uns vertrauen und als Team zusammenstehen. Spielerisch sind beide Teams auf Augenhöhe. Es wird auf die Mentalität ankommen. Darauf, den Matchplan perfekt umzusetzen. Weniger Fehler zu machen als der Gegner. Wir müssen sehr konzentriert sein, mit noch mehr Risiko aufschlagen. Und wir müssen diesen Kampfgeist und unsere Energie von Beginn an finden. Das wird entscheidend sein. Aber das ist in der Scharina nicht schwer. Und dann müssen wir uns bedingungslos unterstützen und helfen. Wir müssen das alles aber danach auch auswärts zeigen. Damit der Druck nicht zu groß wird, gilt es, den Hype ums Finale auszublenden. Ja, das geht alles über Routine und feste Abläufe. Es ist immer derselbe Rhythmus. Du darfst die einzelnen Spiele nicht zu wichtig nehmen. Egal, ob es ein Finale ist oder nicht. Es ist immer nur ein Volleyballspiel und du musst versuchen, jedes Spiel gleich anzugehen. Klarer Vorteil Stuttgart, das dritte Finale findet wieder im Hexenkessel Scharina statt. Es ist unglaublich, alleine wie laut es immer ist und wie uns alle immer unterstützen. Ganz egal, wie es gerade auf dem Feld läuft. Heimspiele fühlen sich großartig an und es ist wirklich eine Ehre, hier in Stuttgart zu spielen. Sonntag, 17.10 Uhr, Scharina. Das Duell Stuttgart-Schwerin geht in die dritte Runde. Und die soll natürlich wieder an Allianz MTV gehen.